The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Willkommen in Gottes Stadt. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Mit unaussprechlicher Liebe heißt Jesus seine Getreuen zur Freude ihres Herrn willkommen. Die Freude des Heilands besteht darin, dass er im Reich der Herrlichkeit die Seelen sehen kann, die durch seine Seelennot und durch seine Demütigung gerettet worden sind. Und die Erlösten werden an dieser Freude teilhaben, weil sie unter den Seligen jene erkennen, die durch ihre Gebete, durch ihren Einsatz und ihre aufopfernde Liebe für Christus gewonnen wurden. Während sie sich um den großen weißen Thron versammeln, wird unaussprechliche Freude ihre Herzen erfüllen, wenn sie jene Menschen sehen, die sie für Christus gewonnen haben, und merken, wie einer andere gewonnen hat und diese wieder andere gewonnen haben, die nun alle in die Heimstätte der Ruhe gebracht wurden, um dort ihre Kronen Jesus zu Füßen zu legen und ihn in den endlosen Zeiträumen der Ewigkeit zu preisen. Während die Erlösten in der Stadt Gottes willkommen geheißen werden, steigt ein jubelnder Ruf der Anbetung empor. Die beiden, Adam, werden sich nun gleich begegnen. Da steht der Sohn Gottes mit ausgebreiteten Armen, um den Vater des Menschengeschlechts zu empfangen. Das Wesen, das er geschaffen und das sich an seinen Schöpfer versündigt hatte und dessen Sünde bewirkt hat, dass der Erlöser die Zeichen der Kreuzigung an sich trägt. Als Adam die Spuren der grausamen Nägel entdeckt, fällt er seinem Herrn nicht um den Hals, nein, er fällt demütig zu seinen Füßen und ruft: Würdig, würdig ist das Lamm, das erwürgt wurde. Liebevoll hilft ihm der Heiland auf die Füße und lädt ihn ein, wieder auf sein Zuhause in Eden zu blicken, aus dem er so lange ausgestoßen gewesen war. Nach der Vertreibung aus Eden hatte Adam ein schweres, kummerbeladenes Leben. Jedes welkende Blatt, jedes Tieropfer, jeder Schaden auf dem schönen Antlitz der Natur, jeder Makel aus der Reinheit des Menschen erinnerte ihn wieder neu an seine Sünde. Er trug mit Demut und Geduld fast 1000 Jahre lang die Strafe seines Ungehorsams. Treu und gewissenhaft bereute er seine Sünde und vertraute den Verdiensten des verheißenen Erlösers und starb mit der Hoffnung auf Auferstehung. Der Sohn Gottes machte das Versagen und den Fall des Menschen wett, und jetzt wird Adam dank dem Werk der Versöhnung wieder in seinen ursprünglichen Herrschaftsbereich eingesetzt. The Lord is coming. Are you